So, hallo und herzlich willkommen zurück wieder bei FIFA 14 Ultimate Team. Wir machen heute endlich unsere letzte Einzelspieler-Saisonsfolge. Haben wir die endlich auch durch, also sollten wir jetzt gewinnen das Spiel auch. Hauptsache, jetzt kommt er mir hier mit Weltklasse, nee, Legende oder so einer Scheiße an. So, Walker braucht Vertrag. Na gut. So, ansonsten Fitness ist drauf, ja, kann man sagen, sollte reichen. Komm, bitte Halbprofi oder Profi. Dann wird's ein, in Anführungszeichen, Easy Game, ja, okay, Profi, komm. Das sollte schon irgendwie funktionieren jetzt. Kacken dürfen wir nicht. Diese scheiß Skill Challenge hier konnte ich noch nie. Ich konnte sie noch nie. Bäm. Muss irgendwie 8000 Punkte erreichen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Das Teil da oben. Ha. Oh. Sieht gut aus. Alter, wieder. Vielleicht schaffe ich's. Jetzt da hinten das Teil noch. Ah. Schön. Aber es wird nicht reichen. Das kann eigentlich gar nicht reichen. Nein! Oh, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich schaff das nicht. Egal. Wie hat sich diese Mannschaft hier präsentiert in dieser Saison? Fail. Wenn sie jetzt noch einen Sieg draufsetzen, Ein bisschen leiser machen. den Ligatitel. Und dafür bleibt Das nervt mich der Kommentator einfach zu heftig. Spieler aus. So, ja, in der kleinen Folge möchte ich euch auch mein neues. Oh. Format vorstellen, was ich gerne bei FIFA 14 einführen wollte. Fail. Schade. Denn, und zwar habe ich das mal in einer ganz alten Folge angesprochen, vielleicht in der 10. oder so. Vor irgendwie 2 Monaten oder so. Ich weiß nicht, wann das war. Da hatte ich mal gesagt, dass ich gern so eine Art. Ja, so eine Art Turnier. Na, nicht Turnier. Vielleicht auch sowas. So eine Art Liga machen will, in der man gegen mich spielen kann, online. Und das ist dann halt zum Beispiel alle 2 Wochen, samstags gegen 18 Uhr so, wenn die meisten Zeit haben, oder sagen wir 20 Uhr. Und ja, dann kann man sich anmelden. Ich sag dann mal 5 Spiele vielleicht. Und dann kann man sowas machen wie, der Gewinner erhält 400 Microsoft Points oder so. Das würde ich gern machen, nur das kann ich jetzt im Moment noch nicht machen. Da dafür einfach noch zu wenig Abonnenten und damit auch Teilnehmer dabei sind oder Zuschauer. Aber deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr vielleicht das Freunden sagen könnt, teilen könnt oder und so weiter. Ich werde auch auf Facebook und irgendwie versuchen, woanders damit Werbung zu machen, damit man da genug Teilnehmer finden kann. Denn wenn sich dann wirklich nur so 3 pro Turnierabend, sage ich mal, bewerben, dann macht das auch keinen Spaß und jetzt fail ich hier. Ja, das fände ich ganz schön geil. Kann man immer mal so Spiele machen, wenn ihr gewinnt, erhaltet ihr Microsoft Points oder irgendeinen anderen Preis. Dann kann man vielleicht mal wirklich ein richtiges Turnier an einem ganzen Wochenende machen. Und dann gibt es wirklich mit Halbfinale und so einem Schrott. Und dann werden zum Beispiel, vielleicht habe ich mir gedacht, Mannschaften ausgelost, die ihr nehmen müsst, die für euch natürlich schwer sind. Ich werde vielleicht eine gute Mannschaft haben. Ja, aber wenn man dann zum Beispiel Finale erreicht oder sogar gewinnt, vielleicht gibt es dann auch mal, weiß ich nicht, 4200 Points oder jetzt gibt es auch diese Live-Cards. Oder was könnte man noch verlosen? Kann alles Mögliche. Man kann auch PSN-Cards, würde ich auch. Falls es auch ein paar PlayStation-Spieler gibt, wo da dann vielleicht doch auch noch einer eine Xbox hat oder so. Oder Xbox Live Gold, alles Mögliche. Ja, was ihr natürlich beachten müsst, dass es nur auf der Xbox One im Moment dann verfügbar ist. Nur durch Verdienst durch YouTube möchte ich in Zukunft mehr investieren in meinen Kanal und mir sehr wahrscheinlich nochmal bald eine PlayStation 3 und eine Xbox 360 ranschaffen. Damit man sowas vervielfältigen kann, auf mehr Systemen dann anbieten kann.
Und ich kann auch jetzt auch schon sagen, ich weiß, dass es irgendwie bald eine Fortsetzung der Xbox One und PlayStation 4 gibt, also sozusagen eine Slim-Version oder wie es auch immer heißen wird. Und da kann ich schon mal sagen, dass ich da mir auch noch die PlayStation 4 besorgen werde. Und was es da im Moment gibt mit diesem Blood, dieses Blue Light of Death oder was auch immer das ist. Habe ich jetzt im Moment wirklich keinen Bock drauf. Ich bin froh, dass ich mir keine PlayStation bestellt habe, weil ich weiß, dass ich einfach eins dieser Opfer bin, der dann diese Failstation da bekommt. Und deswegen warte ich auf eine Slim Edition, die wahrscheinlich auch sehr viel kleiner, leiser und wie bei der PlayStation 3 und Xbox 360 auch ein bisschen besser wieder sein wird. Ja, was gibt's noch zu sagen? Was mein Wunsch dafür wäre? Eine größere Festplatte auf jeden Fall. Und vielleicht Arbeitsspeicher erhöht, weil ich finde 8 GB für so eine Gaming-Konsole mit einem 8-Kern-Prozessor und eigentlich auch einer relativ sehr guten Grafikkarte und da mit 8 GB RAM finde ich gerade bei der Xbox One sehr gering bestückt, da Xbox One will hier mit Multitasking und alles Mögliche machen, das funktioniert auch sehr gut. Aber ich finde trotzdem sind da 8 GB RAM zu wenig. Was auf jeden Fall schon mal auch nicht gut ist, wie auch eben angesprochen ist, dass es auf jeden Fall eine größere Festplatte geben müsste. Da wären Terabyte wäre eigentlich gut. 1,5 perfekt. Aber sie soll mir nicht mit 750 oder so kommen, weil das hier ist eine Erweiterung, aber es reicht einfach noch nicht. Denn ich habe jetzt 7 Spiele und ich habe vielleicht noch irgendwie so, weiß ich nicht, knapp 200 GB frei und das ist ziemlich wenig, wenn ich bedenke, was noch alles für Spiele kommen. Darunter sind Titanfall, Watch Dogs, Dying Light, Sunset Overdrive werde ich mir wahrscheinlich auch holen oder es mir mal angucken. Dann kommen auch irgendwann wieder neuer Call of Duty Teil. Der wird sehr wahrscheinlich ein neuer Black Ops Teil. Deswegen werde ich Ghost dann auch noch behalten. Also wird das auch noch nicht deinstalliert. FIFA 14 wird dann natürlich ersetzt durch 15. Aber oh nein. Kamera Standard. Danke. Ja, aber ist knapp. Sehr knapp, finde ich. Gerade wenn ich dann noch hier auf dem All-in-One-System irgendwie Filme habe oder so. Dann weiß ich echt nicht, wie sich Microsoft das vorgestellt hat. Sorry, aber nicht so gut. Okay, wie gesagt, wenn ihr Lust habt oder auch Böcke darauf habt, dass ich das umsetze, dann müsst ihr das auf jeden Fall teilen, das Video vielleicht. Ich werde auch nochmal ein richtiges Infovideo machen, was ihr bei Kanal-Specials finden werdet. 0-0, ich glaub's nicht. Ja, da wird alles nochmal richtig erklärt. Da werde ich mir noch vorher richtig was ausdenken, wie das gemacht wird. Das wird dann wahrscheinlich bald kommen. So, das war eigentlich auch einer meiner Ankündigungen. Da spreche ich mich immer so gern. Die zweite, die ich vorgeplant, ist das ein Wort? Keine Ahnung. Fragt meine Deutschlehrerin. Nee, lieber nicht. Na. Ja, bald ist Weihnachten. Hurra, hurra. Heute ist der 8. Ja. Also wie gesagt, bald ist Weihnachten und da hatte ich auch vorgesehen, ein kleines Special vielleicht zu machen. Da dachte ich auch an Livestream. Da das jetzt ja, glaube ich, auch auf YouTube geht. So habe ich es zumindest gesehen mal. Oh. Ja, und da würde ich auch gerne Wünsche von euch bekommen, was ihr euch da wünschen würdet, was ich live streame. Weil das würde ein heftiger werden, irgendwie, der sich über ein paar Stunden erstreckt. Indem man mal vielleicht ein paar Indie-Games spielen kann, irgendwie, die es so auf der Xbox One gibt. Schön. 1-0. Ja, könnt ihr mir mal ein paar Vorschläge geben, was da angespielt werden soll? Vielleicht gibt es auch schon die Nachricht, dass ich irgendwie was Neues hier habe. Oder auf dem PC. Neuer Laptop schafft auch viel mehr an Spielen.
Da könnt ihr mir auch Wünsche schicken, dann mache ich auch gerne da einen Livestream. Das wäre für mich sogar noch einfacher. Müsste ich nur noch gucken, wie ich den ganzen Mist dann aufnehme. Wahrscheinlich über Fraps, aber muss ich mir dann gucken, ist jetzt auch egal. Ja, könnt ihr mir da auch Spielewünsche schicken. Da gibt es natürlich auch viel mehr Spiele, viel größere Spieleanzahl, auch irgendwie an No-Name-Spielen, Indie-Games. Es wird wohl gewechselt bei der Yo. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Also wäre toll, wenn ich da ein paar Wünsche erhalte, wenn ihr natürlich Bock darauf habt. Oh, und jetzt haben wir gefailt. Wunderbar, wunderbar. Eine richtig gute Aktion. Puh, sonst gibt es eigentlich nichts an Ankündigungen. War es soweit. FIFA-Videos kann man dafür mal gut benutzen, weil man da eh nicht so viel zu sagen hat, außer... Die Forward den Ball. Versucht sich zum Tor durchzuarbeiten. Hat den Ball fast verloren. Young. Cole. Flankt. Failed. Und ja, kann man nicht viel zu sagen. Und deswegen ist es gut, wenn man da mal irgendwie was ankündigen kann oder irgendein Gesprächsthema hat. Aber wie auch bereits gesagt, wird alles an den Informationen hier nochmal in einem Kanal-Special gründlich, logisch erklärt, so dass es alle verstehen können. Aber ihr könnt das natürlich jetzt schon euren Freunden sagen, die vielleicht auch Bock darauf haben oder die vielleicht eine Xbox One haben und ihr nicht, den könnt ihr das dann sagen und sagen, hey komm, lass das mal machen, wechseln wir uns ab und dann teilen wir uns die Points oder so. Na, geht schlecht, aber... Obwohl, ne, könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr es zu zweit macht. Dann besorgt ihr mir nämlich auch einen Freund, das wäre auch eine coole Idee, ich habe jetzt auch einen zweiten Controller. Man kann ja bis zu 4 Spieler spielen, dann besorge ich mir einen Freund, dann spielen wir zu zweit. Wenn es dann 800 Points sind, die zu gewinnen sind, dann hole ich natürlich, wenn ihr, falls ihr gewinnen solltet, was ja ziemlich unwahrscheinlich ist, werde ich mir, werde ich dann 2x 400 besorgen oder so. Oder wie ihr es halt wollt. Oder, keine Ahnung, ich gebe euch 1600, ihr mir 800 oder was weiß ich. Ne, so lieber nicht. Ist mir aber auch egal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr kleine Botschaft dazu aussendet, wie euch das gefällt. Und das war ein Foul von mir da hinten. Nur gut, dass in FIFA der Schiri immer nur auf den Ball guckt. Oder wer den Ball hat. Wir dürfen kein Tor zulassen. Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Und nun Eto'o. Spiel mal ein bisschen offensiver. Ah. Das gibt's ja nicht. Zieh an, zieh an, zieh an. Schön. Nein. Ist doch Bullshit. Wie kommt denn der so an den Ball? Halt. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Spiele haben so null Fitness. Ich habe keine Ahnung warum. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Jetzt fehle ich hier noch meine Gerätschen. Schön. Und nicht schön zugleich. Hä? Okay. War der Ball wohl noch irgendwie am Bein oder so vom Gegner? Schön. Ach ja, war das nicht kürzlich, FIFA, Weltmeisterschaft 2014, die Gruppenverlosung? War das nicht neulich? Was haltet denn ihr davon? Deutschland in der Gruppe mit Portugal, Ghana und USA? Also ich glaube, Ghana, USA wird kein Problem sein, aber Portugal, weiß man nicht so recht. Aber ich glaube, Deutschland wird sich da schon durcharbeiten. Letztes Jahr gab es zwar auch das Problem gegen Serbien mit dem verschossenen Elfmeter, aber durch Ghana dann alles... Haben sie da auch gegen Ghana gespielt? Ich glaube, ja. Das wäre sehr geil.
gegen Ghana dann alles wieder gerettet. Jetzt noch eine Ecke, 2-0 haben wir eben gemacht, da habe ich mich gar nicht gefreut. Was ist jugendfrei? Oh. Peter attackiert. Komm, schön. Jetzt machen wir noch ein Tor. Ja. Spielende 2-0. Gegner ohne Chance. Das Geilste ist, wir haben Meistertitel. Bam. Und ein Erfolg. 100 G, übertreib mal direkt. Was ist das? 100 G, was will der? Was ist denn das für ein scheiß Erfolg? Gewinne einen Ligatitel bei FIFA Ultimate Team Saisons. Willst du mich verarschen? Wie viele Titel ich schon... Es war hochklassig. Ich habe schon so viele Titel gewonnen. Bei diesem Spiel gehabt wie ich. Manni Beugmann sagt tschüss. Vollkommen egal. So, ich möchte jetzt auch eine kleine Pause machen mit der Einzelspielersaison. Ah, ich will hier jetzt nochmal aus, wie wir weitermachen wollen. Vielleicht finden wir jetzt hier mal ein bisschen was Geringeres. Oder ich gucke hier nochmal, was haben wir jetzt hier für Gegner? Profi, Weltklasse, Legende. Komm, das schaffen wir. Das machen wir. Nein, was habe ich gemacht? Wir verkacken. Oh, fuck. Ey, eigentlich sind die Gegner jetzt hier schon gut in Liga 6, ne? Liga 1 will ich gar nicht jetzt wissen. Bestimmt immer so ultimativ Real Madrid, FC Bayern, Chelsea, Barcelona, Man City, alle Mannschaften, oh mein Gott. Wir sollen mal bessere Spielersets bekommen. Durch jeden scheiß Sieg bekomme ich hier immer so ein scheiß Jumbo Premium Bronze Set. Den ganzen Inhalt davon verkauft wird, rede ich, wenn ich Glück habe, 200 zusammen. Das einzige Gute ist, hier habe ich Verträge drin, die zwar total nutzlos sind, aber ist mir jetzt auch egal. Fitness geht so. Heilung nehme ich mit. Der Rest kann einfach in die Tonne. Knapp 500. Na gut, also wie gesagt, stimmt vielleicht irgendwie ab oder was? Nein, keine Ahnung. Schreibt es einfach in die Kommentare, wie ihr das findet. Mit dem, was ich mir so vorgenommen habe, mit dem Special und natürlich auch in FIFA 14, dem kleinen Turnier oder Liga. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nennen soll. Ja, und wir sehen uns nächste Folge auf jeden Fall entweder in der Online-Saison oder im Online-Turnier. Hier machen wir jetzt ein bisschen Pause. Ach, hier muss ich auch mal weiterspielen. Na, das spiele ich ohne euch weiter. Habe ich keinen Bock aufzunehmen. Ist eh langweilig. Ich glaube, das ist irgendwie auf Halbprofi. Da wollte ich meine Mannschaft ein bisschen prüfen. Oh, nee, Weltklasse. Nee, das war irgendwas anderes. Das war irgendwas anderes. Ne? Ich weiß gar nicht, was. Ne, dann war ja doch nichts mehr. Ich hatte das mal begonnen, aber das funktionierte von meiner Mannschaft nicht so. Okay, oh, Online-Einzelspiel kann man auch... Ne, das ist langweilig, das ist alles Schrott. Wir machen Online-Saison wahrscheinlich weiter, denn da habe ich auch schon ein paar Spielchen gespielt. Wie ihr seht, bin ich auch schon in der 9. Liga. Hab ein Spiel gewonnen, eins verloren bis jetzt. Oh. Na gut. Wir sehen uns damit auf jeden Fall in der nächsten Folge mit irgendwas. Bis dann.